Hallo, herzlich willkommen. Eure Melanie Thormann am Healthy Friday Talk am 18. Oktober, heute wieder live mit einem neuen Gast, auf den ich jetzt schon warte. Bin ganz gespannt und warte auch auf die ersten Gesprächspartner. Ja, yippie, der Christian ist schon da. Hallo Steffen, schön, dass du auch da bist. Christian ist mein Gesprächspartner heute und ich habe ihn auch schon eingeladen, sodass er gleich ins Bild kommen dürfte. So, herzlich willkommen heute zum Healthy Friday Talk am 18. Oktober. Und mein Gast heute ist Christian Schulz und wir sprechen heute über den Fluss des Lebens, nämlich über Wasser. Und sobald Christian da ist, kann es auch schon losgehen. So, den Christian habe ich eingeladen. Christian möchte dem Video beitreten. Und jetzt dürfte er auch gleich da sein. Und da ist der Christian. Hallo Guten Christian, Morgen. guten Morgen. Oh, Nun du doch bist. übers Handy. Okay, wunderbar. Und ich Wir bin haben zu auch. hell. Alles gut, alles Ja? gut. Wir haben schon die Okay. ersten Gäste an unserer Seite. Der Steffen ist schon da, der José ist schon da, der Gerd ist schon da. Herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo, oder guten Mittag. Genau. So, und dann begrüße ich nochmal heute zum Healthy Friday Talk am 18. Oktober. Mein Gast heute ist der Christian Schulz. Lieber Christian, hallo. Und wir sprechen heute über das Thema Wasser. Es klingt jetzt erstmal völlig profan, aber ich habe ja das Thema gesagt, Wasser ist mehr als Lebenselixier. Und genau da wollen wir heute hinschauen. Denn wie wichtig es sein kann, Wasser nicht nur als Flüssigkeitsversorgung zu sehen, sondern vielleicht auch als Leistungsquelle und darüber hinaus zu nutzen. Darüber spreche ich heute mit Christian und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das, was er uns zu berichten hat, weil ich werde heute sicherlich auch mal die eine oder andere Frage stellen, die so nicht geläufig ist. Aber genau da wollen wir heute hinschauen, nämlich mal eine andere Sichtweise zum Thema Wasser zu bekommen. So, herzlich willkommen, also Christian, schön, dass du da bist heute. Und ich weiß, Danke. wir beide sind ja schon ein paar Jahre gemeinsam unterwegs, immer mal mit verschiedenen Themen, aber hauptsächlich auch mit dem Thema Wasser. Ja, und du bist ja jemand, der sich wirklich ganz, ganz lange schon mit Wasser beschäftigt und auch was erstens Wasser alles kann und was auch für Herausforderungen beim Thema Wasser eigentlich auftreten im Verlauf der letzten Jahre sich damit beschäftigt hat und dir auch darüber ganz viel Forschungsarbeit geleistet hast, wie das für uns im Alltag zu verbessern ist. Richtig? Das stimmt. Ja, okay. Also, und ich glaube, wenn der ein oder andere Zuschauer, vielleicht könnt ihr mir mal oder uns mal ganz kurz einen Wink geben. Wer hat sich denn schon mit dem Thema Wasser grundsätzlich beschäftigt? Und wer weiß schon so ein bisschen was darüber, was denn da für Herausforderungen sein kann, können, beziehungsweise wie man es für sich optimieren kann? Vielleicht könnt ihr mir mal kurz sagen, ja oder nein. Dann wäre ich da dankbar, weil dann wissen wir genau, wo wir einsteigen können. Der Thomas ist auch da. Ich winke euch zwischendurch mal, einmal dem Horst und dem Thomas und auch dem Manfred. Du kannst leider nicht winken, Christian. Muss ich machen. Ich winke dem Peter und dem Wolfgang und dem Gerd winke ich auch noch mal. So, wir haben ganz viele Männer heute. Sehr Nun, ich spannend. dachte, es geht um Gesundheitsthema. Ja. Okay, gut. Der Patrick ist jetzt auch da und der Sven. Männer, 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 Männer. Okay, Schließe nochmal gut. meinen Kabel noch an. Eigentlich wollten wir ja wollte ich über das Notebook mit euch sprechen, aber da kam die Einladung nicht an.
Okay, so, gut, gar kein Problem. Handy ausgeht, Strom, so, bin da. Also, dann starten wir einfach mal so auch mit der Ausgangsfrage nochmal. Also, ja. Mir ist schon bewusst, dass das Thema Wasser schon in ganz, ganz vielen Köpfen drin ist, weil es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, sein Wasser irgendwie zu optimieren, zu reinigen, zu was auch immer, zu filtern. Und es gibt ja auch da ganz, ganz viele Unterschiede, ja, auf die man achten kann. Und vielleicht, Christian, kannst du hier mal an der Stelle einsteigen. Warum ist es denn eigentlich so wichtig in der heutigen Zeit, sich dann mit diesem profanen Thema Wasser zu beschäftigen? Ja, gern. Also zum einen, wo du sagst, es beschäftigen sich viele ja, immer mehr. Und natürlich, weil natürlich auch aktuell Meldungen hochkommen durch die Presse, Thema Nitrat, Mikro- und Nanoplastiken, Medikamentenrückstände, was man halt immer mal ja liest, stößt es natürlich schon in den Köpfen irgendwo rein. Aber egal, wo ich in Deutschland oder in Österreich, also ich bin jetzt gerade in Klagenfurt, deswegen auch das Poloshirt, weil wir haben ja herrliches Wetter. Es sei dir gegönnt. Bleib gleich hier, ja. Bin gestern hergekommen. Bleibe hier. Aber egal, wo ich bin, ob in Deutschland oder in Österreich, sagt mir jeder, wir haben das beste Wasser in Deutschland. Dann sage ich, woher weißt du das? Stand in der Zeitung. Mhm. Ja, also interessant, dass jeder das beste Wasser hat. Wenn ja, ich aber dann egal, Messungen durchführe, mhm. Das stimmt. Außer die Kölner, die sagen schon, wir haben eine Sechsplüre, also da sind die ehrlich. Das Einzige, was die meisten aber wissen, ist, ob das Wasser hart ist oder weich, also kalkhaltig oder nicht, weil spätestens im Wasserkocher sehe ich das oder ich merke es beim Duschen etc. Und natürlich auch beim Putzen. Aber es ist ein Aspekt oder ein Stoff heute im Wasser von mittlerweile Tausenden, die halt drin rumschwimmen. Ja, dann heißt es natürlich, das Wasser ist doch das bestkontrollierte Lebensmittel, was wir in Deutschland haben. Das stimmt, aber es ist genauso aussagekräftig, als wenn ich jeden Tag zum Arzt gehe und mich untersuchen lasse. Dann bin ich wahrscheinlich der bestuntersuchte Mensch in Deutschland, sagt aber nichts über meinen Gesundheitszustand aus. Ja? Das stimmt. So, und wir leben einfach heute global gesehen in einem Umweltkreislauf. Ich meine, wir kommunizieren gerade über Technik. Technik, die wir heute benutzen, funktioniert über gewisse Metalle, seltene Erden. Die haben wir irgendwann angefangen, aus dem Boden rauszuholen und für uns zu nutzen. Aber sie landen auch im Umweltkreislauf. Ja, primär natürlich auch im Wasserkreislauf. Medikamente habe ich angesprochen. Wir nehmen, wenn ich Deutschland nehme, wir konsumieren im Schnitt pro Kopf 3 Kilo Medikamente im Jahr. Also ich sage mal, ich nehme keine, muss jemand andere schon 6 Kilo schlucken. Aber wenn man so diese Batterien dann teilweise sieht, die dann am Sonntagabend befüllt werden für die nächste Woche, das ist ja erschreckend, was da ist. Und die Medikamente verlassen 70% den Körper im Schnitt unverändert. Also 30% werden vom Körper aufgenommen, 70% landen in der Toilette und werden nicht über die Klärwerke rausgeholt. Wird auch offen zugegeben. Natürlich nicht in der Tagespresse dann eine halbe Seite darüber gebracht. Da ist ja auch ein Interessenkonflikt mit der öffentlichen Hand natürlich vorhanden. So, Plastiken haben wir gehört, komme ich auch wieder auf den Umweltkreislauf. Düngung der Felder, also das Thema Nitrat und so weiter und so weiter. Wir haben heute ungefähr 14.000 nachweisbare gelöste Fremd- und Giftstoffe in unserem Leitungswasser oder auch in den Mineralwässern, die wir kaufen. Weil wo kommen die her? Ja, genauso aus dem Kreislauf. Und die Trinkwasserverordnung, wo wir sagen, ja, aber da wird das doch alles kontrolliert, hervorragend. Dort werden 36 Werte lediglich gesucht und kontrolliert von 14.000. Da ist halt ein großer Spread einfach dazwischen. Also Medikamentenrückstände oder Medikamente sind gar nicht geregelt, werden überhaupt nicht gesucht und so weiter. Also das ist ja, also allein mal das, ich meine, das leuchtet, glaube ich, auch jedem ein. Ja, die Bettina schreibt gerade, oh, mein Lieblingsthema. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Fragen habt, natürlich sehr, sehr gerne stellen. Wir sind bestrebt, es hier zu beantworten, solange wir live sind, aber auch im Nachgang natürlich, wenn wir die Aufzeichnung dann noch hochgeladen haben, dürft ihr sehr, sehr gerne dann noch Fragen im Chat stellen. Das sei mal an dieser Stelle ganz kurz mit eingefügt. Ja, weil ich weiß, das ist ein brisantes Thema. Es ist ein viel diskutiertes Thema.
aber es ist trotzdem, weil es gerade so vielfältige Informationen dazu gibt, finde ich es umso wichtiger, dass man immer wieder drüber spricht. Ne? Ja. Genau. Und das leuchtet einem ja jedem ein, um wieder darauf zurückzukommen, dass natürlich alles das, was wir jetzt so verbrauchen, in welcher Art auch immer, Medikamente in der Landwirtschaft und so weiter, dass das irgendwie in unser Wasser sickert. Und dass es ja auch dann ins Grundwasser kommt und ins Trinkwasser und so weiter, das ist uns jedem klar. Hallo Jan und hallo Raimund. Schön, dass ihr auch da seid. So. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass wir dann das Wasser ja auch zwar aufbereiten in den verschiedenen Stationen, also Klärwerken und Co., aber dass es selbst dann, wenn es einigermaßen ja im weitesten Sinne gereinigt ist, ja auch noch durch unsere Leitungen fließen muss. Und diese Leitungen sind in der Regel ja manchmal, keine Ahnung, 100 Jahre alt oder so. Ja, was macht das letzten Endes mit dem Wasser nochmal? Ja, das stimmt schon. Also die meisten vergessen halt auch die Strecke dazwischen. Also wenn man im Gespräch ist erstmalig und das Thema halt noch nicht so präsent war, dass man sich jetzt also über Filtration etc. Gedanken gemacht hat, dann merke ich schon, dass die meisten halt nur in dem eigenen Haus denken. Also wie alt ist mein Haus oder Mietshaus? Sind da Bleirohre? Ist das ein Neubau? Sind da Kunststoffrohre? Und vergessen, wie du schon sagst, Kilometer Rohre natürlich davor. Das heißt, wir können auch in den Klärwerken vielleicht die hochtechnisch ausstatten. Wird nicht kommen in Deutschland, aber selbst wenn es kommt und sie würden es rausholen. Gerade das Thema Nitrat kommt in der Regel in das Wasser auf dem Weg zu uns in den Haushalt, weil, wie du schon sagst, die Rohre halt Aspar uralt teilweise sind. Die liegen da seit 60, 70 Jahren stellenweise, sie sind brüchig. Und auch das Thema Mikrobiologie ist ein ganz, ganz großes Thema heute. Ein großes Problem. Die Rohre, wenn ich die anschaue, so ein Frischwasserrohr, dann sieht das eher aus wie so ein Abwasserrohr. Also man denkt, was sind das denn für Verkrustungen am Rand? Dann geht man vielleicht und denkt, vielleicht ist es irgendwie Rost oder sowas. Es sind überwiegend abgestorbene Asselkadaver und Asselkot. Und dadurch natürlich unter anderem auch immer wieder das Thema der mikrobiologischen Probleme. Also Viren, Keime, Bakterien, was immer häufiger ist. Ja. Leider wird es oft uns dann gar nicht oder zu spät gesagt. Also es wird dann halt geklort. Oder wir haben es in Salzgitter erlebt. Da hat man dann die Bevölkerung nach 3 Wochen gerade mal informiert. Ja. Also das heißt, das Ganze so lange wie möglich einfach unter den Teppich gehalten, gehofft, dass es irgendwie in den Griff zu bekommen ist. Und dann ploppt es dann halt auch irgendwie durch und dann musste man in die Öffentlichkeit. Aber das heißt, die Menschen haben, also auch die mit einem schwachen Immunsystem, kleine Kinder, Säuglinge, haben 3 Wochen lang kein belastetes Wasser getrunken, ohne es zu wissen. Und das geht nicht. Nee, also das sehe ich auch so. Dass, also alleine schon, wie du das erzählst, dass man das einfach erst dann transportiert, wenn sozusagen das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Das ist ja sozusagen auch eine Sache der Politik, ja, ohne das jetzt noch weiter auszuweiten. Ja, hallo Andreas, hat mir gerade jemand geschrieben. Hallo Melanie, schön, dass du auch hier bist. Er verfolgt uns gerade bei unserem Online-Gesundheitskongress, den wir auch parallel noch hatten. Schön, dass du bei diesem Thema auch wieder mit dabei bist. Wenn wir also das alles sehen, dass wir ja diese ganzen Belastungen haben, wir wollen uns ja nicht nur auf das Negative konzentrieren heute, aber das ist ja schon mal wichtig, dass man das auch einfach mal weiß und dass man es auch anspricht, weil wenn es nicht von der Wirtschaft und Politik angesprochen wird, dann braucht es solche Menschen wie uns, hauptsächlich dann dich, der sich darauf spezialisiert hat, auch mit, das auch zu transportieren. Ja, was für, ohne jetzt einmal nur allein von den Produkten an sich zu sprechen, aber was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt als Endverbraucher, etwas dagegen zu tun? Also sozusagen für mich das Bestmögliche herauszuholen. Ja, also erstmal die Frage, muss ich mich denn selber drum kümmern oder passiert vielleicht doch nochmal von Seiten der Politik irgendwas? Da möchte ich nochmal ganz kurz einschwenken. Okay. Wir müssten hergehen und Molekularfiltrationen im großen Stil verbauen, alle Rohre, die wir haben, rausreißen und durch Edelstahlrohre ersetzen. Und dann kann man sich selber die Frage stellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Ja, wir müssen Banken retten etc. Also dafür wird kein Geld vorhanden sein. Man wird nicht alle Straßen aufnehmen und alles ersetzen. Das hat man in Singapur gemacht. Das sind aber auch die einzigen. Und wenn ich schaue, dass der letzte veröffentlichte Bericht, Trinkwasserreport der UNO, 16 Jahre mittlerweile alt ist und Deutschland auf dem vorletzten Platz in Europa stand,
wir die Privatisierung von Seiten der EU vorgeschrieben bekommen haben. Das heißt, was ist Privatisierung? Nicht nur, dass es berauben ist, weil das kommt aus dem Lateinischen, privare, berauben. Das heißt, man nimmt etwas halt aus dem Öffentlichen, was man ja schon aufgebaut hat durch Steuergelder, transferiert das in das Private und wir dürfen dann nochmal bezahlen. Aber es geht natürlich dann um Gewinnmaximierung und nicht um das Beste für den Kunden natürlich nach hinten zu produzieren. So, okay. Und das sind Faktoren, wo ich mir einfach die Frage stellen muss, kann ich mich auf einen Dritten verlassen? Oder bin ich einfach mal in der Eigenverantwortung? Und da gibt es verschiedene Filter und Ähnliches. Angefangen, das kennen wahrscheinlich die meisten, so diese Brita-Kannenfilter. Andere Produzenten haben das ja mittlerweile auch. Das heißt, in sehr kalkhaltigen Regionen kann ich dort mit einem sogenannten Polyphosphatgranulat, was halt in dieser Kartusche beinhaltet ist, über die Zeit kein Kalk rausholen. Ja, das ist schön, weil der Tee schmeckt ein bisschen besser und ich muss den Wasserkocher nicht so oft dann säubern. Das war's dann aber. Wenn ich aber weiß, da sind mehrere tausend Stoffe drin und ich hole nur einen raus und habe dann wiederum auch noch das Thema, dass die Kartusche einmal im Monat gewechselt wird, weil ansonsten die Konsumenten wahrscheinlich sagen, das ist mir sonst zu teuer. Aber dann wieder ich die Mikrobiologie sehe, das heißt, wenn wir Keimbelastungen haben und ich fülle 4 Wochen lang dort Wasser rein, kann es sein, dass ich hinten, mikrobiologisch gesehen, schlechteres Wasser raushole, als ich vorne reingefüllt habe. Okay. Und das ist oft das Problem, auch bei diversen anderen Filtrationssystemen. Wir haben neulich sogar in Hannover-Langenhagen habe ich ein Wasser gemessen, wo ich gesehen habe, Mensch, die Dame hat vor 14 Monaten viel Geld ausgegeben für eine Filtration. Dachte ich, die wird schon funktionieren, möchte jetzt keinen Namen nennen, ist ein größerer Anbieter im Markt, Molekularfiltration, Vorfilter und so weiter. Also als Laie guckt man drauf und sagt, na, das sieht ja gut aus, das sieht ja vernünftig aus. Der Punkt ist nur, dass wir hinten, also im Leitungswasser waren 50 Mikrogramm Schwermetalle, ab 10 habe ich toxische Wirkung, das heißt, da bin ich schon beim fünffachen Wert. Und also einmal durch die Anlage geflossen, haben wir hinten über 200 Mikrogramm gemessen, also vierfach höhere Belastung als im Leitungswasser, was ich vorne reingeschickt habe. Oh wei, okay. Und dann sehe ich halt, dass einfach dort viele technische Dinge nicht vernünftig umgesetzt werden. Für den Laien ist es aber verdammt schwierig, das zu erkennen, weil beim Auto sehen wir das. Da kann ich meinem Sohn, einem kleinsten Kind, kann ich ein Auto hinstellen, links, keine Ahnung, ein Ab und rechts eine Mercedes S-Klasse und die wissen die Unterschiede. Wenn ich jemandem, der noch nie ein Auto gesehen hat, das zeigen würde, dann erkennt er, das hat so 4 Räder, das hat Sitze, das hat ein Lenkrad und das bringt mich von A nach B. Nur, dass die S-Klasse halt das 20-, 30-fache kostet von dem Ab. Oder, ja. Beim Thema Trinkwasseraufbereitung, ich möchte es gar nicht Filtration nennen, weil halt noch andere Aspekte, da gehe ich gleich drauf ein, wichtig sind, ist es halt unglaublich schwierig. Also es gibt technisch gesehen, ich gehe mal ganz kurz einen Abriss, also diese Kannenfilter, dann lange Aktivkohleblockfilter, damit hole ich dann zumindest schon mal einen Teil der Medikamentenrückstände raus, Chlor, Pestizide, Herbizide, Fungizide. Wenn sie falsch umgesetzt sind, weil sie fangen auch Schwermetalle auf, wenn ich den nicht frühzeitig wechsle, gibt der Filter sie aber konzentriert nach hinten irgendwann ab. Dann habe ich das Phänomen, wie gerade in Langenhagen beschrieben. Das, was halt stark verbreitet ist in den letzten Jahren, sind Umkehrosmoseanlagen. Die Technik ist neben der Dampfdestillation auch die einzige, wenn es richtig technisch umgesetzt ist, wo ich wirklich nahezu alle Fremdstoffe raushole. Weil ich mit einer Feinstmembran arbeite, bis in den Nanobereich, presse also das Wasser dagegen und die kleinsten Teile, das sind Wasserstoff und Sauerstoff, die passen da durch. Also unser lieber Gott oder die Natur, der hat da schon was richtig gemacht, ja, dass das die kleinsten Teile sind. Die Pflanzen nutzen das selber ja auch, dieses Verfahren. Und das heißt, den Rest schwemme ich sofort über das Abwasser weg. Aber wenn ich mir heute nach 10 Jahren Erfahrung dieses Thema anschaue, nicht nur, dass der Produktionsstandort und der Preis dann irgendwo nicht passen, sondern dann halt auch oft die technische Umsetzung einfach nicht und dementsprechend ja auch solche Werte dann hinten plötzlich rauskommen. Das heißt, Menschen geben da 3.000 Euro aus für irgendein Fernostprodukt und hinten habe ich dann schlechteres Wasser, als ich vorne reinschicke. Das kann es nicht sein. Das ist halt schwierig. Ja,
Das stimmt. Also alleine schon wirklich diese Unterschiede, die du gesagt hast, es ist nicht nur der Preis, sondern es ist einfach auch die Technik, die dahinter ist, zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich das, was mir am meisten bringt. Ja. Und du sagst ja, wenn es irgend geht, sozusagen alles irgendwie zu kombinieren in möglichst einer Anlage, ja, also alles das, was der Markt so bietet, und das ist auch möglich, zumindest was im Moment von den rein technischen Grundlagen, die uns zur Verfügung stehen, ist es grundsätzlich auch machbar. Ja, also die Möglichkeiten haben wir grundsätzlich schon. Ich muss sie nur finden, beziehungsweise ich muss jemanden haben, der mir entsprechend in der Beratung sagen kann, das ist das momentan aktuell beste System, was es gibt. Richtig? Das ist möglich. Ja. Das ist möglich, ja. Es klingt natürlich bei fast jedem relativ ähnlich und identisch und dass man da halt natürlich sich auch aufgehoben fühlt. Also über die Grundthematik, über die Problematik spricht natürlich jeder identisch. Das ist toll, dass auch dort Aufklärung passiert. Nur hinten in der Lösung hapert es dann halt oftmals. Und aber auch, warum ich unter anderem auch dieses Projekt losgetreten habe, die Ganzheitlichkeit. Weil es ist halt nicht nur, wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Fremdstoffe etc. Also Filtrierung, physische Filtrierung. Achso, soll ich warten? Nee, sprich ruhig, ich stelle dann die Fragen rein. sondern halt auch die Strukturierung, die Lebendigkeit des Wassers. Ja. Und da geht es natürlich wieder in einen Aufklärungspart rein, weil ein Teil kann natürlich mit diesen Themen etwas anfangen und die Masse nicht, weil wir es einfach nicht gelernt haben und das auch gerne mal mit so einem Lächeln und Augenzwinkern abtun mit esoterischer Quatsch. Genau, da würde ich jetzt ganz kurz reingehen, weil also die Technik von der reinen Filtration ist das eine. Ja? Ja. Und ich glaube, das können auch, sag ich mal, die allermeisten können das nachvollziehen. Um dann zu sagen, okay, ich habe jetzt zumindest mal für mich verstanden, es gibt unendlich viele Systeme und es gibt auch da die Fahrradversion und es gibt aber auch die Hightech-Version, also sprich, was weiß ich, den Turbolader, der dann möglichst viel kann. Ja, natürlich gibt es dann Preisunterschiede, es gibt Systemunterschiede und da gilt es wirklich auf eine gute Beratung auch zurückzugreifen, zu sagen, okay, was ist erstmal im Rahmen meiner Möglichkeiten, vielleicht meiner finanziellen Möglichkeiten, aber auch meiner räumlichen Möglichkeiten, die ich habe. Nicht jeder hat ja die Möglichkeit, es in seinen eigenen Haushalt einzubauen. Ja. Und auch, was leistet das entsprechende System, damit ich für mich persönlich das Bestmögliche rausnehmen kann. Nun weiß ich bin ja gut versorgt, ich habe ja hier mein Wässerchen stehen, ja. Dass ich da in guten Händen bin. Und vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja auch motiviert, zumindest mal zu schauen, was gibt es denn da für Unterschiede und möchte gerne von dir auch mehr dazu wissen. Aber jetzt würde ich ganz gerne tatsächlich auf das andere Thema zu sprechen kommen, weil ich hatte ja auch angekündigt, Wasser ist mehr als nur Flüssigkeitsversorgung. Ja, und wie ich letzten Endes zum Beispiel Wasser auch als Leistungsquelle für mich nutzen kann. Bevor wir auf den rein energetischen Faktor kommen, würde ich gerne nochmal die Überleitung bringen. Alleine schon, was macht denn grundsätzlich eine gute Wasserversorgung mit uns in unserem Körper, also rein auf körperlicher Ebene, auf organischer Ebene, bevor wir dann in den energetischen Teil kommen. Ja, also warum ist die Wasserversorgung für unseren Körper und auch für unser Gehirn dann eigentlich so wichtig, wenn wir zum Beispiel vom Thema Leistungsquelle sprechen? Ja. Also da muss ich vor der Qualität schon die Quantität setzen. Also jeder, auch der kein System hat, sollte mal überprüfen, ob er genug Wasser jeden Tag trinkt. Es gibt ein schönes Buch, kann ich jedem empfehlen, 15,50 Euro, Dr. Batman Jelic, Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Ein iranischer Arzt, der hunderte Menschen geheilt hat, nur indem er sie halt ans Wassertrinken rangeführt hat. Die meisten trinken zu wenig am Tag. Also unabhängig jetzt von der Qualität oder was sie dort trinken, das ist natürlich nochmal ein anderer Fakt. Und wir sprechen über Wasser. Also wenn man jetzt kommt und sagt, ja, aber ich trinke viel Tee, es ist Flüssigkeit. Aber da komme ich jetzt genau auf das, was du gerade sagtest, was macht Wasser? Wasser soll primär Giftstoffe, Schlackestoffe, Säuren aufnehmen und abtransportieren. Es ist ein reiner LKW, den wir oben reinschicken und der Stoffe abtransportieren soll in dem Moment, wo wir auf Toilette gehen. Und desto mehr andere Stoffe ich dort drin habe, jetzt nicht nur Fremd- und Giftstoffe, Mineralien primär, die das dann halt auch behindern,
sondern natürlich auch in dem Moment, wo ich meinen Tee draus mache und so weiter. Also ich sollte auch einfach nur Wasser trinken. Da streiten sich natürlich auch wieder die Geister, wie viel. Es gibt dann unterschiedliche Meinungen, was im Endeffekt keine Meinung ist, die man selber kontrollieren kann. Wenn ihr auf Toilette geht und der Urin hat noch Farbe, habt ihr zu wenig getrunken. Ganz einfach. Hat nichts mit Meinung zu tun oder Menge. Es gibt so eine Daumenformel, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Aber es kommt halt einfach auf den Tag drauf an, auf die Wärme. Mache ich Sport, mache ich keinen Sport, bewege ich mich etc. Deswegen ist dieser Urintest im Endeffekt das Beste. Bin ich körperlich vielleicht auch belastet, krankheitlich, ja, dann ist das auch nochmal, spielt auch mit einer Rolle. Stimmt. Ja, klar, auch wenn ich natürlich, viele gehen ja auch in Richtung Fastenkuchen etc. Bei solchen Dingen muss ich natürlich noch mehr Wasser zu mir nehmen, weil der Körper versucht auszuschwemmen, er entgiftet ja in dem Moment. Und oft wird das einfach vergessen, selbst bei Ernährungsberatern merke ich, sehe ich leider ganz, ganz oft, dass das Thema Wasser fast gar nicht einen Stellenwert spielt. Ja. Aber wie auf deine Frage zurückzukommen, welche Aufgabe hat es? Wie gerade schon gesagt, ist es eigentlich der Transporteur, viele Stoffe aus dem Körper rauszubekommen. Und was sich mit der Menge wieder deckt, ist natürlich Thema Kopfschmerzen, Migräne, Konzentration. Also somit für jeden, nicht nur privat, eigentlich auch für jedes Unternehmen eine Verpflichtung, solche Systeme vernünftig zu installieren für die Mitarbeiter, damit die fit sind, dass sie besser konzentriert sind, somit auch weniger Fehler machen, weniger Kopfschmerzen haben etc. Das kann ich schon gar nicht mehr in Zahlen dann ausdrücken, was das für ein Gewinn sein kann. Und auch die chronische Dehydration ist im Endeffekt für viele Krankheitsbilder mitverantwortlich, also Rheumatoide Arthritis, Bluthochdruck, Bandscheibe, das ist für mich immer ein Thema aus über viele, viele Jahre zu wenig Wasser getrunken und oder seelische Probleme. Ja, okay. Und grundsätzlich neben der Bandscheibe grundsätzlich Gelenkbeschwerden. Ne? Ist ja alles, ja, alles das. Also wenn ich zum Beispiel, also alleine das Schlagwort schon im Fluss sein. Ne? Im Fluss sein, Wasser fließt, das symbolisiert ja alleine schon, dass ich weiß, alles, was dann nicht fließt im Körper, stockt. Und führt so wie ein schlechtes Scharnier, was dann quietscht, ist das natürlich auch letzten Endes bei unseren Gelenken so. Ja, so umschreibe ich es immer. Okay, ja, und gerade, was das, also einmal das natürlich ganz, ganz wichtig für das ganze Organsystem, Körper, Gelenke und so weiter. Wenn ich viel sitze, dann staut sich das ja auch alles nochmal, das kann nicht weg, ne? Und was ich ganz, ganz wertvoll finde, was du gerade gesagt hast, eigentlich gehört es nicht nur in jeden Haushalt, sondern auch in jedes Unternehmen. Denn genau da ist ja die Leistung erst recht gefordert. Ne? Ja. Also sprich Konzentration, dass das Gehirn schwimmt sozusagen, ne? Dass es wirklich im Fluss ist auch und dass die Botenstoffe dann natürlich auch entsprechend transportiert werden können. Du hast jetzt Nebengeräusche bei dir, kannst du das kurz abschalten? Das wäre schön, das kommt jetzt hier ein bisschen mit rüber. Okay, gut. Also, dass also die Botenstoffe auch transportiert werden. Das heißt wirklich ganz, ganz wichtig, auch in den Unternehmen so etwas mit einzuplanen. Und letzten Endes ist es ja dann auch von den Kosten her was ganz anderes. Wenn ich dann eine Anlage für ein Unternehmen nutze, ist es ja viel, viel schneller amortisiert. Das will ich ja auch vielleicht nochmal mit auf den Weg geben, wenn jemand sagt, na, ich kann ja nicht in meiner Firma so ein Ding da einbauen. Doch kann man, ne? Wenn es dann, wenn man weiß, was eigentlich für Nutzen dabei rauskommt. Also ich gehe mal kurz auf die Kosten noch ein, weil du gesagt hast, ob man sich das leisten kann. Also für ein Unternehmen, wenn ich sehe, was heute Gott sei Dank im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement getan wird, da werden ganz andere Gelder für andere Maßnahmen ausgegeben. Und Wasser ist für mich nicht nur eines der wichtigsten Themen, als Basis irgendwo, als Fundament, sondern auch die am schnellsten umgesetzte Maßnahme und wo die Leute auch dranbleiben. Andere Dinge wie Ernährungsberatung etc. ist alles gut und wichtig, aber wie viele Leute brechen halt über die Zeit dann auch wieder weg in das alte Muster rein. So, beim Wasser muss ich mich nicht groß umstellen. Also ich gehe halt nicht mehr an den linken Hahn, sondern an den rechten, überspitzt gesagt, oder nicht mehr an die Flasche, sondern an den Hahn. Also ich muss meinen Rhythmus nicht verändern. Deswegen bleiben die meisten dann auch dementsprechend dabei. Und die Investition ist natürlich im Vergleich zu anderen Maßnahmen verschwindend gering für ein Unternehmen. Für einen Privathaushalt, wenn man dann halt einen Kaufpreis hört, dann sagt man vielleicht schon viel Geld.
Auf der anderen Seite habe ich gerade neulich eine Berechnung mal angestellt. Was zahle ich denn für Flaschenwasser, was ja nicht besser ist als unser Saarleitungswasser? Da bin ich bei, wenn ich 2,5 Liter am Tag nehme, und dann rede ich nur über das Trinken. Ich rede nicht über Kaffee, Tee, Kochen etc. Dann bin ich bei über 10.000 Euro pro Kopf in 20 Jahren. Mhm. So, wie lange möchte jeder Wasser trinken, die jetzt heute zuhören? Bis zum letzten Tag. Also ich hoffe, dass alle noch länger als 20 Jahre leben, aber dann zahlt ihr auch mehr als 10.000 Euro. Inflation gar nicht mal berücksichtigt. Wenn ich jetzt ein gutes Wasser, zumindest ein reines Wasser erwerbe, dann kann ich zu Denz fahren und kaufe Plose oder Lauretana, dann liege ich bei 1,20 Euro den Liter, dann bin ich bei über 20.000 Euro in 20 Jahren bei, pro Kopf im Haushalt. Und wenn ich ein System, ein vernünftiges System nehme, bin ich zwischen 5.000 und 10.000 inklusive jeglicher Wartungskosten, alles beinhaltet, habe aber die, blödes Wort, aber die Flatrate, das heißt, ich kann meinen Kaffee damit kochen, ich kann meinen Tee damit kochen, ich muss nicht überlegen, was gebe ich denn jetzt den Gästen, weil mein Plosewasser ist ja so teuer, nehme ich vielleicht günstigeres, wenn die kriegen auch Gutes. Ich koche damit, weil wie viele Leute machen sich heute Gedanken und pflanzen selber Gemüse im Garten an, was ich toll finde, oder gehen halt auf den Markt oder auch schauen auf Bioqualität, geben also auch mehr Geld dafür aus. Warum? Weil sie keine Schwermetalle, Pestizide, Nitrat etc. irgendwie drin haben möchten und schmeißen es dann aber in Wasser, wo ich Pestizide, Nitrat, Schwermetalle drin habe. So, und mit der Flatrate, ich muss nicht mehr in Litern denken. Und dann halt auch noch so schöne Nebenaspekte, Gesundheit und CO2 und was weiß ich, alles mal am Rande, was natürlich auch große Aspekte sind. Aber alleine, wenn ich einkaufen gehe und ich sehe immer diese Schlangen, die dann ihr Leergut loswerden möchten, was das für Lebenszeit ist, ich stehe da nicht mehr an. Du auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch schon lange nicht mehr. Genau. Also kann ich wirklich nur unterstreichen. Ich meine, ich bin ja selbst begeisterter Nutzer eines Systems und ich weiß also auch wirklich um die Vorzüge. Und also auch aus meiner Erfahrung ganz einfach auch mal mitgeteilt. Also natürlich einmal kein Kistenschleppen mehr, keinen zusätzlichen Aufwand mehr. Und ich habe alles wirklich aus einer Hand, also sowohl das Wasser zum Trinken, was ich mir ins Glas tue oder in die Karaffe, wenn ich Gäste bekomme, ja, zum Kochen, zum Wasserkochen, in die Kaffeemaschine, in den Kochtopf, überall kommt natürlich nur noch das gut gereinigte bzw. aufbereitete Wasser rein, welcher Art auch immer. Und was ich für mich auch feststellen kann, dass es wirklich so ist, dass es ganz viel mehr ausschlemmt. Also ich mache den Unterschied daran auch immer fest, wenn ich mal unterwegs bin. Ja, wenn ich unterwegs bin, dann stelle ich mich auch nicht an und bin dann auch nicht anstrengend und sage, nee, ihr Wasser trinke ich nicht, sondern man trinkt es ja dann trotzdem, wenn es einem angeboten wird oder du bist im Urlaub halt und hast nicht sofort Zugriff darauf. Aber ich merke, wenn ich zurückkomme, ist das Erste wirklich, und das ist so gewachsen, das ist unserer ganzen Familie so, das Erste, was wir tun, wir gehen an unseren Trinkwasserhahn und trinken erst als allererstes tatsächlich ein Glas Wasser. Und das schmeckt erstens ganz anders und zweitens hat man sofort das Gefühl, ah, doch, es bewegt sich wieder was. Also wir merken mittlerweile wirklich den Unterschied. Und ganz davon abgesehen auch, dass es gesundheitlich tatsächlich auch schon Auswirkungen hatte. Also sprich, sowas wie Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten zum Beispiel, das sind so Dinge, die auch in meiner Familie da waren und das hat sich längst ausgeschlichen. Also auch dazu kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung, das ist super. Ja. Gut, aber auch jetzt nochmal an dieser Stelle und das dritte Thema, was wir gerne ansprechen wollten, weil einerseits natürlich, wie ist das Wasser beschaffen, auf was soll ich achten? Und zweitens auch, was sind die gesundheitlichen Aspekte, wenn ich denn ein gutes Wasser habe? Und was macht es dann mit meinem Körper und mit meiner Leistungsfähigkeit? Und als letzten Aspekt würde ich aber schon ganz gerne genau das nochmal ansprechen, was du auch schon zwischengeworfen hattest, der rein energetische Effekt. Ja, und vielleicht mag es für den einen oder anderen etwas spirituell und spooky sein, aber es ist ja weder das eine noch das andere, wenn man so will, sondern es ist reine, auch Quantenphysik, ja, und es gibt ja auch ganz, ganz viele Forschungen mittlerweile dazu, zum Beispiel von Dr. Emoto, du wirst es vielleicht gleich mit einbinden, was dann eigentlich die Struktur des Wassers, also wie das aussieht, wie ich sie verändere und was das denn letzten Endes auch mit mir macht. Das wäre jetzt doch mal ein ganz wichtiger Punkt, den würde ich auch gerne ansprechen. Ja, okay. Also im Endeffekt reden wir über Schwingung.
dort. Alles ist Schwingung, der Tisch ist Schwingung, alles ist um uns herum. Wir selber sind ja auch nicht nur Körper, also stofflich, sondern da gibt es ja auch weitaus mehr. Allein wenn man sich da schon reindenkt, ist es eigentlich immer schade, dass diese Themen oftmals so in diese lächerliche Ecke abgeschoben werden. Gott sei Dank nicht mehr so oft, aber immer noch. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn man auch drüber spricht, weil nur Aufklärung kann dann auch helfen. Ne? Ich bin Wasser unglaublich dankbar, weil Wasser oftmals Menschen auch in diese Region erstmal reinbringen lässt, weil ich den Unterschied schmecke. Also es geht jetzt nicht darum, glaube ich daran oder nicht. Lege ich mir jetzt eine Klangschale auf den Bauch und mache da was und lächle da halt drüber. Ich will das jetzt nicht lächerlich, aber es sind alles wichtige Themen und tolle Lösungen. Beim Wasser kann ich es aber in der Sekunde den Menschen rüberbringen, indem ich einfach nur zwei verschiedene Gläser hinstelle. Die, ja, das eine, was halt bei uns auf dem Informationsmodul stand oder nicht, oder halt auch durch zwei verschiedene Wirbelmodule bei uns geflossen ist. Das heißt, ich verändere stofflich überhaupt nichts, gar nichts. Ich gebe nichts zu oder ähnliches. Und jeder, selbst starke Raucher etc., sagen mir, das schmeckt unterschiedlich. Das heißt, sie merken, da passiert irgendwas zwischen Himmel und Erde. Und in dem Moment öffnen sie sich. Und da bin ich so dankbar oft für diesen Moment, weil ich dann auch die Leute in diese Materie erstmalig einführen darf. Ja. Und was macht es bei uns? Wie gesagt, wir sind ja auch nicht nur stofflich, wir sind ja auch feinstofflich, also Seele, Geist. Und wenn ich die Zelle angucke, die hat auch immer, also das Wasser, das Zellwasser, ist immer in einer kristallinen Struktur vorhanden. Also deswegen verstehe ich dann auch wiederum natürlich die Kritiker, die sagen, Osmosewasser ist totes Wasser. Das stimmt, es kommt aber auch schon tot an. Also da ist nichts lebendig, wenn da was kommt. Es ist völlig zerstört. Du hattest Masaru Emoto schon angesprochen, ein japanischer Wissenschaftler war das. Die über viele Jahre dort Untersuchungen gemacht haben, das heißt, das Wasser besprochen haben, das Wasser mit Musik bespielt haben, ein Gebet draufgesprochen haben, etc., haben es dann eingefroren und die Kristallstruktur, also ist dann halt unter dem Mikroskop angeschaut und man konnte dort, wenn unschöne Wörter draufgesprochen waren, es beschimpft worden ist, Heavy-Metal-Musik draufgespielt wurde, war die Kristallstruktur komplett zerstört. Also auch nicht zellverfügbar, sodass es in den Zellkern auch vernünftig eindringen kann. Desto schöner es dann kristallin ausgeprägt ist, sieht dann aus wie so eine Schneeflocke, desto besser kann es auch in die Zelle eindringen, Entgiftungsprozesse fördern etc. Und das hat man halt gesehen in dem Moment, wo ein Gebet draufgesprochen wurde, wo schöne Musik draufgespielt wurde, Mozart etc., unterschiedliche Dinge man dort einfach gemacht hat. Das hat sich dann in unterschiedlichen Formen auch in dieser Kristallform wiedergespiegelt. Also das ist, das finde ich auch wirklich erstaunlich. Also einmal, wen das interessiert, ich glaube 2 Stunden vor diesem Live-Interview, habe ich auch einen Post gesetzt mit einem kurzen YouTube-Link, in dem man das auch sehr, sehr schön sehen kann, was Schwingung ist und was Schwingung macht, und da ist auch eine kurze Sequenz dabei, zum Ende hin ist nur 8 Minuten, also kann man sich anschauen, wie tatsächlich Musik, Schwingung, Schwingungsveränderung auf Wasser, auf die Struktur des Wassers sich auswirkt. Also das habe ich heute mehr oder weniger zufällig entdeckt und habe es gleich noch mit auf die Seite geteilt, hat gut zu dem Thema heute gepasst. Also wer das noch nicht kennt, sehr, sehr gerne anschauen. Es ist wirklich erstaunlich, wie die Struktur, also wie, ich sag mal, wie so eine Schneeflocke, ne? Das kennt man ja, das Prinzip Schneeflocke, und wie sich die Struktur des Wassers tatsächlich verändert, wenn eine andere Frequenz auf es stößt, in Form von zum Beispiel Musik oder welcher Art auch immer. Zum Beispiel Handystrahlung ist ja auch so ein Thema, ne, was auf Wasser wirkt und so weiter. Also ganz, ganz wichtig auch mit anzuschauen, denn das ist etwas, was natürlich auch in unser Körper reingeht. Ne? Wenn wir zu 70% aus Wasser bestehen, dann leuchtet eigentlich jedem ein, dass alles, was ich oben reinkippe, nicht nur wieder rauskommt, sondern sich auch irgendwie in dieser Masse des Körpers, welcher Form auch immer, sich dann wieder festsetzt und natürlich auch dort Schwingungsveränderungen stattfinden lässt. Und wenn ich in einer nicht ausgeglichenen Schwingung, so nenne ich es jetzt mal, meines Körpers schwinge, dann ist auch schnell nachvollziehbar, dass es sich natürlich auch auf mein Organsystem nicht wirklich positiv auswirken kann. Das ist dann so der Kreislauf, der daraus entsteht, richtig? Ja,
Ja, und wenn wir jetzt auch nochmal auf die Wasseraufbereitung, welcher Art auch immer, zurückkommen, würde ich schon ganz gern zum Schluss auch nochmal den Ansatz mitwählen. Gibt es denn auch, also ich weiß es ja, aber vielleicht kannst du es ausführen, welche Möglichkeiten, frage ich, welche Möglichkeiten gibt es denn zum Beispiel auch in so einer Aufbereitung darauf zu achten, dass diese Frequenz des Wassers auch das hält, was es verspricht? Das ist schwierig natürlich, das selber herauszufinden. Aber wie kann ich dem entgegenwirken? Vielleicht ist die Frage so besser gestellt. Ach so. Ja. Also erstmal ist natürlich wichtig, wenn ich was in dem Bereich mache, sollte es ganzheitlich umgesetzt sein. Also dass die stoffliche Filtrierung da ist. Also vorne wirklich alle Fremd- und Giftstoffe rauszufiltern. Ist dann aber feinstofflich genauso zu tun. Also wenn ich ein Hormon, Nitrat etc. vorne rausfiltere, ist es zwar stofflich nicht mehr nachweisbar, die Information ist aber weiterhin gespeichert. Mhm. Das heißt, wir gehen dann über ein Wirbelmodul. Das ist eine Wirbelkammer, die direkt an der Armatur gesetzt wird, im goldenen Schnitt gefertigt und eine so hohe Verwirbelung aufbringt und in dem Moment Sauerstoff oder Luft auch anzieht, sodass aus der Explosion eine Implosion entsteht. Das heißt, in dem Moment zerreiße ich die Wassermoleküle und genau auf den Verbindungsbrücken sind die Informationen gespeichert. Nennen sich Cluster wie beim Computer. Und die breche ich auf und in dem Moment ist die Information gelöscht. Aber auch dort gibt es sehr viel Dinge, die unter Wirbeltechnik verkauft werden, auch mit Viktor Schauberger, also kann ich auch empfehlen, die Literatur. Ganz toller Mann gewesen im letzten Jahrhundert, der sich damit beschäftigt hat. Man kann auch für 14,90 € Wirbeltechnik bei Hornbach mittlerweile kaufen, nur es hat mit Wirbeltechnik gar nichts zu tun. Also piep, 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 Schleichwerbung raus. In diversen Baumärkten. Ist es ja nicht. In diversen Baumärkten dieser Welt kaufen. Praktika, nein. Naja, da schüttle ich halt den Kopf, weil das ist einfach reine Geldmacherei. Ist aber bei vielen Systemen halt heute leider genauso, wo ich dann auch lese, wir haben unsere Wirbeltechnik im Schlauch angebracht. Wenn ich mich mit Wirbeltechnik beschäftige, merke ich, ich muss Luft anziehen. Erst dann erzeuge ich die Implosion. Wenn ich es im Schlauch habe, verdrehe ich etwas, aber ich verwirbel nichts. Also ich hab den Effekt hinten gar nicht. Das werden viele Dinge halt genauso wie im Mineralwasserbereich, wir halt veralbert werden, dass der Körper mineralhaltiges Wasser trinken soll oder braucht. Das ist halt einfach Quatsch, das ist genau das Gegenteil. So wird es leider halt auch hinten in den Lösungen der Trinkwasseraufbereitung leider oftmals genauso gemacht. Ja, weil dann halt kaufmännische Interessen leider oftmals hinterstehen. Also wie die Wirbeltechnik gefertigt sein muss, habe ich jetzt gesagt. Und hinten halt neue Struktur wieder drauf zu geben. Weil das Zellwasser ist, wie schon gesagt, immer kristallin. Es ist also nie H2O. Das würde ich aus einer tollen Filtration herausbekommen. Brauchst aber kristallin. Also chemisch gesehen, war nie mein Fach, aber H3O2. Mhm. Ja, das heißt, ich habe eine kristalline, diese Schneeflockenform im Endeffekt wieder und bin da dankbar, jemanden gefunden zu haben in dem Land, wo ich gerade bin, in Österreich, der auch nicht nur eine Standardinformierung drauf gibt. Das ist zumindest schon mal gut. Also zum Beispiel die einfachste Standardinformierung ist, ich lege einen Bergkristall, einen Rosenquarz etc., also einen Edelstein in mein Wasser. Dann merke ich auch, da tut sich geschmacklich schon was. Aber es ist immer eine Standardinformierung. Und du brauchst anderes Wasser informiert als ich und jeder Zuschauer im Endeffekt auch. Und morgen oder in der Woche brauchen wir wieder andere Informationen, weil wir sind ja nicht ständig in einem Gefühlsgang und auch körperlich in einer gleichen Verfassung. Also wenn wir das sind, dann wissen wir es aus dem Krankenhaus und sind wir tot. Das heißt, es gibt immer natürlich Schwankungen und das muss ich anpassen. Und das bekomme ich nur hin, wenn die Informierung hinten, die Harmonisierung, Strukturierung über ein Modul geschieht, was nicht nur duale Informationen beinhaltet, also sogenannte irdische Informationen, sondern auch gekoppelt ist mit non-dualen Informationen, also aus der geistigen Welt heraus. Weil dann die Rückkopplung über das morphogenetische Feld stattfindet und das Wasser automatisch so ankommt, wie es der es gerade trinkt, benötigt. Das klingt auch verrückt. Wir haben aber mal vier dieser Flaschen, die sind informiert, genommen. Von vier unterschiedlichen Menschen haben Zitrone draufgestellt. Und jede Zitrone, obwohl es immer die gleiche Flasche ist und immer die gleiche Zitrone war, jede Zitrone hat anders gerochen und geschmeckt. Und daran merke ich, dass genau dieser Abgleich stattfindet. Aber das ist schwierig im Markt zu finden.
Das ist schwierig, aber wir wissen ja, dass wir es vielleicht mit dir finden können. Ja, also das finde ich, das macht die ganze Sache jetzt auch rund. Ja, und ich finde, also das sind wirklich drei ganz wichtige Komponenten, die Zuschauer heute mitnehmen können. Also einmal nicht nur filtrieren, sondern wirklich auch Giftstoffe herausfiltern aus dem Wasser. Welche Art von Giftstoffen habe ich? Was macht es letzten Endes mit meinem Körper? Ja, warum ist das so wichtig, nicht nur gefiltertes Wasser, sondern wirklich auch gut aufbereitetes Wasser zu trinken? Welche Möglichkeiten habe ich? Und natürlich auch der energetische Aspekt, weil wir eben alle Schwingungswesen sind. Ja, und da gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Facetten, die auf Schwingungsebene arbeiten. Wie zum Beispiel, ich sehe das ja bei mir auch immer in meiner Arbeit, wenn es zum Beispiel ums Thema Farben geht, ne? Oder auch Klänge. Du hast ja auch schon angesprochen, Wasser und Musik, wie sich Wasser verändert, je nach Musik, was draufgespielt wird. Das sind ja alles Schwingungen und natürlich schwingt dann jeder mit. Und das ist also wirklich eine schöne, runde Sache, finde ich, die wir heute unseren Gästen auch mitgeben konnten. Offensichtlich haben wir jetzt bis jetzt keine Fragen, aber viel interessierte Gäste immer noch, denen ich immer noch winke. Ich komme nicht hinterher, es tut mir leid, aber vielen Dank, dass ihr so zahlreich da seid heute auch. Wenn also noch eine Frage ist, also immer gerne stellen. Ich kann das auch wärmstens empfehlen, da sich wirklich gut zu informieren. Evelyn winkt nochmal. Vielen Dank, Evelyn. Und den Daumen hoch. Danke an der Stelle. Denn Wasser ist eben nicht gleich Wasser und Aufbereitungsanlage ist nicht gleich Aufbereitungsanlage. Und ich weiß von Christian, dass der erstens nicht nur ein umfangreiches Wissen hat, sondern eben auch verschiedene Modelle zur Verfügung hat, die einmal für jede Person, für jeden Haushalt, aber auch für jede für jeden Wunsch, was ich eigentlich damit umsetzen möchte, dann auch bereitstellen kann. Aber um sich dafür zu entscheiden, ist es eben wichtig, aufzuklären. Und das haben wir hoffentlich an dieser Stelle auch als ersten Schritt getan. Und der zweite Schritt kann natürlich dann auch sein, ein persönliches Gespräch zu führen. Da sind wir beide dann auch Ansprechpartner, also sehr gerne über mich, über die Fitura. Und ich arbeite da auch eng mit Christian zusammen an der Stelle. Ja, so, das sei noch mal am Rande kurz erwähnt. Und Christian, zum Abschluss, hast du vielleicht noch einen Alltagstipp oder auch eine Botschaft, die du unseren Gästen so heute für den Alltag zum Direktumsetzen auch mit auf den Weg geben kannst? Ja, eigentlich vorhin ja schon angestoßen, trinkt schon mal mehr Wasser. Aber ich schätze mal, dass 70-80% derer, die heute zugehört haben, schon erkannt haben, sie trinken zu wenig. Also mehr Wasser im Sinne von nicht mehr Wasser wie hier hinter. Genau. In Menge. Ich bin zwar hier am Wörthersee, wo auch mal gesagt wird, das ist das nitratärmste Wasser in Europa. Ich werde es nachher mal testen. Aber ja, also wirklich einfach mehr in der Summe zu trinken und einfach mal auch darauf zu achten, weil normal geht man halt auf Toilette und dann spült man es weg. Einfach mal hinzugucken und an die Worte zu denken und einfach mal zu versuchen. Es klingt manchmal schwierig. 2,5, 3, 3,5 Liter am Tag, verteilt das einfach. Trinkt morgens, wenn ihr aufsteht, schon mal 2 Gläser Wasser. Und ein guter Tipp: kleine Gläser wegschmeißen. Einfach mindestens 0,3 Gläser, weil die hat man genauso schnell wie so ein kleines Glas ausgetrunken. und wirklich einfach mal drauf zu achten. Und wenn man das über den Tag verteilt, ruhig auch nochmal vom Schlafen gehen, ein Glas Wasser, ich weiß, dann höre ich auf, hier muss ich in der Nacht nochmal auf. Ja, da muss es halt in der Nacht nochmal auf. Mhm. Aber wenn ich das schön über den Tag verteile, dann ist es mit 3 Litern überhaupt kein Problem. Und dann gutes Wasser, wenn man da natürlich auch den Schritt geht, ich denke, du kannst es bestätigen, es geht dann noch leichter auch runter. Also das, was du mit dem Urlaub gesagt hast, das höre ich so oft. Selbst meine Mutter ganz am Anfang, die dann irgendwann anrief und sagte, aus dem Urlaub kommend, also die sagte dann gar nicht, ach Mensch, wir sind wieder da und hin und her. Wir sind ja so froh, dass wir unser Wasser wieder trinken. Ja. Das war das Erste. Oder sich Menschen bei irgendwelchen Geburtstagen, wo man mit eingeladen ist, plötzlich über dieses Thema unterhalten, bestätigt mich immer, dass man irgendwas richtig gemacht hat. Also dass es fester Bestandteil in den Familien geworden ist. Und dann gerade halt auch dieses, es macht Spaß, Wasser zu trinken. Ich glaube, viele wissen auch, es ist langweilig in der Regel.
Es schmeckt nicht, aber wenn ich ein reines und energetisch hoch angesiedeltes Wasser trinke, dann macht es einfach Spaß. Kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, ich bin da selbst mittlerweile seit Jahren in der Materie drin und ich kann das wirklich für mich auch so genauso unterstreichen. Also es ist überhaupt gar kein Problem mehr, morgens 2 Gläser sofort ex auf nüchternen Magen sozusagen zu trinken. Das kurbelt erstens auch gleich den Kreislauf an, entschlackt gleich alles das, was über die Nacht so abgebaut worden ist. Also auch ein super Tipp. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich nämlich nicht mehr nachts raus muss, weil sich das Organsystem ja auch mit dem guten Wasser umstellt. Also ich kann auch abends noch ein Glas Wasser trinken, ohne dass ich nachts aufstehen muss. Das ist eine gewisse Umstellungsphase, ne? Und irgendwann pendelt sich das dann aber auch ein. Also wir sind ja Gewohnheitstiere und von daher kann man sich auch daran gewöhnen. Und wie du schon eben gesagt hast, es macht ja dann letzten Endes auch Spaß, weil man den Effekt dann auch sieht. Ja, so, Andrea hat geschrieben, ich freue mich auf Hildegard, wer Hildegard auch immer ist. Vielleicht kennst du. Also, das ist unser neues System, was nächste Woche kommt. Ah ja, okay, gut. Karl Wilhelm sieht auch zu. Ich weiß, Karl Wilhelm ist auch jemand, der sich gut mit Wasser auskennt. Schön, dass du auch da bist, freue ich mich sehr. Ja, also vielen, vielen Dank, lieber Christian. Unsere Zeit ist zu Ende. Wir haben sie sogar schon überschritten. Aber das bin ich mit dir nicht anders gewohnt. Das kennen wir ja, genau. Ja, also, aber es ist auch erstmal ein wichtiges Thema und zweitens ein Thema, was, glaube ich, da können wir Stunden mitfüllen, wenn es drauf ankommt. Ja, aber das überlassen wir jetzt einfach mal auch möglichen Einzelgesprächen, welcher Art auch immer, wer sich dafür interessiert. Aber ganz, ganz wichtig, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Tolle Botschaften, wichtige Botschaften. Ja, und genau das wollen wir im Healthy Friday Talk auch kommunizieren, was dann eigentlich zur Gesundheit alles dazugehört. Und da ist Wasser eben ein ganz, ganz wichtiges Element. Danke dir, lieber Christian, dass du da warst. Und danke euch, liebe Zuschauer, dass ihr wirklich in so hoher Zahl auch heute da wart. Freue ich mich sehr drüber. Umso wichtiger ist natürlich, oder umso mehr wissen wir auch, dass das Thema wichtig und interessant für euch ist. Und gerne immer wieder. Und ich wünsche euch jetzt allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit, trinkt viel Wasser. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder zum Healthy Friday Talk hier bei mir, eure Melanie Thormann. Macht's gut. Tschüss. Danke auch an alle. Tschüss, Christian. Tschüss. Danke.